Hallo und willkommen zu diesem Review. Ja, heute mit dem Pulse IO Mini Kit von Wendy Vape und Tony B. Ja, Projekt von Tony B. Und ja, wir schauen uns das mal genauer an, was das hier so mit sich bringt. Das mit 18650er Akku. Der Vorgänger ist ja, oder nicht Vorgänger, den gibt es ja immer noch. Der ist mit 21700er hier etwas kleiner, ein bisschen geschrumpft. Und den schauen wir uns jetzt mal unterm Tisch an. Ja, in der Verpackung von dem Pulse IO Mini Kit, ja, haben wir natürlich das Gerät selbst, eine Bedienungsanleitung, ein Echtzeitzertifikat und nochmal ein Hinweis, dass man das hier nicht zu fest schrauben sollte. Dann haben wir nochmal hier andere farbige Kunststoffteile, die man austauschen kann. Das ist jetzt standardmäßig original verbaut und ich habe schon diese etwas bunteren Plates dran gemacht. Das zeige ich euch gleich nochmal. Dann haben wir hier ND80 Coils. 6 Windungen, 24 Gauge, 2,5 mm Innendurchmesser und 0,4 Ohm. So, ein Drip-Tip. Und ja, dann haben wir hier noch eine Coil hier unten drin. Hier haben wir schon eine verbaut in dieser Fessel, in diesem Tank quasi. Austauschbar. Einfach leicht rauszuziehen, zeige ich euch gleich nochmal ganz kurz. Und dann hier eine RBA-Einheit. Hat sich auch ein bisschen geändert, zeige ich euch gleich zu dem anderen 21700er Modell. Und dann haben wir hier eine Abschneidehilfe, USB-C, Ladekabel und ein Zubehörbeutel, Tütchen mit so einem 15er Adapter, um das auf einen Tab oder auf einen Akkuträger wickeln zu können. Dann haben wir Ohrringe hierbei, kleine Schrauben. Dann nochmal hier ein Kamin quasi für so eine Borotank. Dann haben wir hier einen Imbusschlüssel und nochmal so eine kleine Raushebelhilfe für die Coils, kann man aber auch mit den Finger rausziehen, Ohrringe und so weiter. Ja, eine Menge Zubehör und wir schauen uns jetzt mal genauer an, was das alles zu machen ist. Ja, schauen wir uns erstmal die Gerätegröße an, 82,16 mm, 26,36 und 52,30. Ja, im Vergleich zu der 21700er seht ihr schon gleich, in der Höhe hat sich da was geändert. Und dann gucken wir auch mal hier in der Breite ein wenig und hier oben noch mal. Also es hat sich schon was geändert. Jetzt natürlich auch jetzt hier den Punkt 5 und hier bei der 18650er Version haben sie auch jetzt schon diese Verstärkung reingemacht, ne, da es schon mal vorgekommen ist, dass da was gebrochen ist und sollte jetzt damit behoben sein. Ja, die Anleitung ist sehr ausführlich, allerdings alles in Englisch, super aufgeführt. Da kann man wirklich mit klarkommen, wenn man natürlich noch Englisch kann, aber die Bilder sagen schon mehr als 1000 Worte. Nee, aber das ist wirklich gut erklärt in dieser Anleitung. Auf der Rückseite haben wir dann auch mal, was so die Modis darin angeht, Menüführung und so weiter. Ja, schauen wir uns kurz hier diesen Tank an mit der Fertigcoil. Ja, hier oben den Anschluss, ne, wo ihr das einsetzt ins Gerät. Da greift dann diese kleine Mutter, die ich euch gleich noch zeige, da ein. Ja, wir haben hier einen 5 ml Tank. Und hier unten haben wir eine verstellbare Airflow. Die können wir hier verdrehen, so wie ihr es möchtet. Ohne Anschlag, einmal ringsherum kann man das drehen. Ja, und die Coil könnt ihr hier mit den Fingern nehmen und rausziehen oder auch mit dem Werkzeug heraushebeln. Wir haben jetzt hier eine Coil von 30 bis 45 Watt. Das ist eine VVC 30, nennt sich dann 0,3 Ohm. Hier eine Mesh Coil. Und außerdem wird einem mitgeliefert eine VVC 60 0,6 Ohm von 18 bis 20 Watt. Und dies ist auch eine Mesh Coil. Ja, die Schraube habe ich schon genannt hier oben. Die werde ich heute mal nicht benutzen, weil ich mag das nicht mit dem Drip-Tip. Das ist mir zu klein hier. Da hängt man schon mit der Nase quasi auf dem Gerät. Ich nehme das jetzt hier erst schon mal raus und werde gleich ein anderes Drip-Tip verwenden. Und zwar hier von, ich habe das hier über Facebook bei BC Clouds erworben. Ja, das ist Blue Clouds Products, heißt es so, von denen ist das hier. Ja, habe ich auch schon mal ein Video von gemacht. Das funktioniert ganz super. Da kann man das in einem spannen, den ganzen Tank. Und da hat man das Drip-Tip direkt mit dran. Ich finde das so besser. Schauen wir uns mal hier den Wickeldeck an mit dem Tank. Wir haben dann hier natürlich etwas mehr Glocke drin quasi. Und dadurch haben wir 4,6 mm Tankvolumen auch zu befüllen hier mit Gumminopsi, wie bei den anderen auch. Wir haben hier unten die Airflow, die können wir hier verdrehen mit so einem Kunststoffrädchen. Das kann man einfach hier ringsherum drehen. Da seht ihr unten, wie sich das öffnet und schließt an den Löchern. Ja, das kann man auch einfach hier so abziehen. Das ist so befestigt.
Und wenn wir jetzt hier, das ist jetzt der Unterschied auch, ne, hier ist jetzt der die Base quasi, das Wickeldeck ist viel strammer jetzt hier eingebracht. Das war vorher sonst, fiel das ja fast von alleine raus. Jetzt aber allerdings auch ja, die Glocke sehr locker. Ich lasse das mal hier oben drin stecken, das Stückchen Kaminchen hier. Ja, das ist sehr locker, das könnte man auch mal ändern. Ja, hier seht ihr den Kamin und die Glocke quasi. Die ja, Liquid kommt jetzt hier von der Seite, was ja bei einem Vorgänger von oben kommt. Ich zeige euch gleich nochmal die Decks zum Vergleich. Und ja, Luft auch weiterhin von unten mit dieser Honeycomb Airflow. Alles etwas kleiner geworden, etwas enger. Ne? Also Liquid kommt von da durch die Löcher und tritt dann hier unten in diese, ja, in die Wattetasche quasi direkt ein, in diese kleine Fräsung da unten. Watte legen wir quasi drauf. Und ja, und dann funktioniert eigentlich ganz gut. Ich hatte da jetzt keine Probleme mit gehabt. Ich habe jetzt die Coil schon drin lassen. Ganz knapp habe ich die sogar über die Airflow gemacht. Beinchenlänge habe ich bei 6 abgeschnitten, ja, zwischen 6 und 7, sagen wir mal. Passt wunderbar. Oder halt noch ein bisschen hochziehen. Aber so hat mir das ganz gut gefallen. Ja, hier unten haben wir in Sechskantschrauben und damit wird die Coil gehalten. Ja, zum Vergleich der Tank von dem 21700er, Punkt 5, ja, das neue Modell davon dann, ja, das ist sehr locker hier, das haben sie jetzt geändert, es geht also etwas schwieriger ab. Ja, Liquid kam da oder kommt da von oben, ne, auf die Watte, das haben sie da jetzt auch geändert. Und wenn wir das mal nebeneinander halten, dann seht ihr auch schon gleich den Unterschied, ja, ist also schon etwas kleiner geworden von dem Deck jetzt also quasi selbst, wo wir die Schrauben einsetzen, ne. Weil die Wattetaschen sind ja jetzt hier quasi innen und hier ist es recht weit außen. Ja, die Luft geht natürlich jetzt hier durch, ne? Und dann tritt die hier vorne ein und wandert dann nach oben und kommt hier in dieser Honeycomb wieder heraus. Ja, schauen wir uns kurz das Gerät an. Ich habe ja wie gesagt schon diese Plates schon gewechselt mit dem ja, eckigen Taster und dann ja, diese bunten Bildchen drauf, weil es mir optisch einfach besser gefällt. Ja, das ist einfach ganz einfach. Ihr braucht nur hier die Schrauben abschrauben. Dann kommt euch dieser grüne Unterteil entgegen und die Taste, ne, könnt ihr dann abnehmen und tauscht das einfach aus. Schrauben ganz leicht wieder anziehen und das war's dann auch. Ihr müsst gucken, bevor die Schrauben ganz fest zieht, ob die Tasten sich alle schön drücken lassen und das war's dann schon. Ne? Das Ding wieder drauf. Ja, von hinten, da sieht eigentlich nichts anderes wie bei dem anderen auch, nur alles in klein. Hier den ja, Pluspol-Pin könnt ihr unten ein bisschen verstellen, kann man in der Höhe noch justieren. Und hier gefederter Pol hier unten. Da haben wir hier das Plus und hier oben ist das Minus. Da sieht man ja ganz schwach, da ein Minus zu sehen. Und irgendwo da muss auch ein Plus sein. Da unten. Bedeutet natürlich Minus hier oben, Plus dort unten. Also Batterie so rum einlegen. Ja, dann Deckel drauf, wenn wir dann die Fessel hier drin haben. Ja, ich habe jetzt hier schon eingeschaltet. Wir machen jetzt erstmal, gucken nochmal das Deck an. Im Zubehörbeutelchen haben wir hier diesen 15er Adapter. Den können wir dann hier unten aufschrauben. Dafür können wir das hier abnehmen. Das ist ja sonst nur auch nur ein Weg, ne? Dann können wir das hier einschrauben. Wir haben hier ein Gewinde drauf. Und dann können wir das hier auf diesen Tab draufschrauben oder auf den Akkuträger, wie ihr das möchtet. So, ich habe das hier sogar noch auf 13 Watt stehen. Ich lasse natürlich jetzt die Coil mal drin. Ich habe hier übrigens, ja, sind auch neue Coils, die von Handsmade Premium Coils. Das ist so eine 6-Core MTL-Alien. Und ja, die gefällt mir jetzt hier ganz gut drin. Ich teste die gerade noch, kommt auch noch mal ein Video dazu. Und ich habe die hier schon mal eingebaut. Und da hat mir schon ganz gut gefallen. Ja, im Widerstand von 0,61 Ohm sind wir hier rausgekommen. Und wir glühen das mal ein wenig aus. Diese ND80 Coils. Und können da jetzt gleich Watte durchziehen und das machen wir in Schnelldurchlauf. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen
When everybody wants to be king, yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean, got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. Ja, schauen wir uns jetzt mal die IO-Saw an, was sie jetzt hier so noch kann, vom Chip her. Also 5 Watt bis 80 Watt kann er leisten, 32 Ampere Maximum Output und ja, 0,5 bis 6 Volt Output. Und ja, wir haben jetzt hier 1 Ampere Ladestrom, kann er laden und ja, Zugzeit von 10 Sekunden. Das heißt, er schaltet sich dann ab, ne, wenn er dann über 10 Sekunden zieht, zur Sicherheit. Ja, schauen wir uns das Ganze hier mal an. Airflow haben wir hier an der Seite. Ja, und hinten in einem hinteren Deckel kommt dann die Luft. Und wir haben hier vorne den Taster, ja, der schon Druckpunkt auch hat. Auch die Taster haben einen schönen Druckpunkt. USB-C-Ladeanschluss hier unten. Und ja, wir schauen jetzt mal, wie wir das Gerät einschalten mit 5 mal Klick. Dann begrüßt uns hier mit Vendivape. Und wir haben hier die Leistung, Angabe ja 18 Watt. Batteriesymbol, um den Akkustand zu sehen. 0,53 Ohm zeigt er hier an und Puffs gerade von 78. Ja, wenn wir jetzt hier dreimal klicken, dann können wir hier durchwandern mit Plus oder Minus zurück. Dann haben wir jetzt hier Temperatur, Dampfen, Edelstahl, Titan, Nickel und Bypass-Modus haben wir auch und Volt-Modus. Und so springen wir dann nochmal ganz zum Anfang mit Watt. Werde ich jetzt benutzen. Können wir auch mit Volltaste bestätigen, dann bleibt er wieder so stehen. Ja, mit Plus und Feuertaster gleichzeitig drücken, wenn es denn dann gelingt, können wir ihn sperren quasi, die Tasten hier. Dann können wir die ja, Leistung nicht mehr verändern. Ja, mit Plus und Minus gleichzeitig drücken, wenn es denn dann funktioniert, kommen wir hier in das Menü. Dann haben wir hier einen RST, wenn wir da draufklicken, ist der Puff-Counter, können wir da zurücksetzen. Ich habe ihn jetzt schon auf 0 wieder mal gesetzt zwischendurch. Dann sagen wir, können wir hier bestätigen. Kommen wir da wieder raus, dann können wir hier aufrufen, das ist dann die Version, sehen wir hier. Und jetzt weiter mit Plus, da haben wir den TCR-Modus quasi, den Koeffizienten kann man dort einstellen. Und dann haben wir einen Smart-Modus und einen normalen Modus, den ich jetzt hier nur benutze. Den bestätige ich jetzt auch mit Feuertaster gedrückt halten und dann kommen wir da wieder raus. Ja, ich nehme wieder meine 18 Watt hier mit der Coil, hat mir da ganz gut gefallen. Und würde sagen, wir sehen uns oben zum Fazit. Ja, willkommen zurück zum Fazit mit dem kleinen 18650er Pulse IO Mini Kit von Vendivape und Tony B. Ja, kommen wir zum Pro und Contra. Contra zuerst. Ja, das Dritt-Tipp, das ist bei den anderen auch immer so gewesen. Es ist immer so furzig klein. Ne? Ich hänge dann immer mit der Schnabel quasi irgendwo auf dem Gerät. Finde ich ein bisschen zu klein. Okay, das ist Geschmackssache. Kann man ja auch austauschen. Ich habe das ja auch jetzt gemacht, ja, mit dem Teil, wo direkt das Gewinde dran ist. Eigentlich ein Kontrast, was mir so nicht gefallen hat, ist, oder gefällt jetzt, auch während der Tests aufgefallen ist direkt, ist hier ja, das Rädchen für die Airflow-Einstellung. Ich finde, da kommt man eigentlich gar nicht wirklich dran. Ne? Also ohne lange Fingernägel oder irgendeinen Gegenstand zu haben, ist das ein bisschen blöde zu verstellen. Dann auch noch den quasi den die Glocke quasi, ne, sage ich jetzt mal, die ja zu locker. Ne? Also ich finde, wenn man das zusammensteckt oder auseinandernehmen will, der fliegt ja schon gleich auseinander. Hätten sie vielleicht auch noch irgendwie einen Ohrring drum machen können oder irgendwas, ne, so dass man das irgendwo ein bisschen zusammenhält. Was natürlich dann, wo wir jetzt auch schon wieder zu den Pros kommen, das jetzt geändert haben mit dem Deck. Ne? Das fiel ja sonst immer bei dem alten ruckzuck raus. Ja, bei dem Punkt 5 haben sie etwas strammer gestaltet, wahrscheinlich auch vielleicht nur die Dichtung oder so. Bei dem anderen fiel das ja direkt raus und hier haben sie es jetzt schön stramm gemacht. Das ist schon mal ein Pluspunkt, dass sie das verbessert haben, finde ich super. Und dann im Allgemeinen, ansonsten haben sie da jetzt nicht ja viel geändert. Der Lieferumfang ist ja auch bei dem Punkt 5 auch so umfangreich. Da ist ja diese Ersatzplates nochmal dabei, das finde ich schon mal super, dass man das ein bisschen optisch anders gestalten kann. Müssen wir mal schauen, es gibt ja ganz andere Farben noch, ne? Nicht nur das Grüne hier und was einem da also am besten gefällt. Dann natürlich die ganzen, die Coils, weil die Fertig-Coil-Fessel quasi und dann auch die ganzen Ersatzteile wie Dichtung, Ersatzschrauben, ja, USB-C-Ladekabel, Abschneidehilfe,
zwei ja, Fertigcoils und dann nochmal die ja, Selbstwickelcoils. Lieferumfang ist top, muss ich auf jeden Fall sagen. Und ja, geschmacklich, jo, das ist natürlich wieder ja, so eine Sache, ne? Wie es einem selber gefällt. Aber ich finde es jetzt geschmacklich gut. Ich habe mir jetzt okay eine schöne Alien reingemacht. Da kommt der Geschmack auch sehr gut raus. Die Airflow-Einstellung selber, finde ich, habe das jetzt so ein bisschen MTL-mäßig gemacht. Also auf wirklich richtig stramm kriegt man das nicht eingestellt. Ne? Wenn ich jetzt hier, ich muss jetzt entgegenstellen, nämlich kriege ich das sonst nicht gedreht. Ich habe natürlich vor meinem Video wieder Fingernägel frisch geschnitten. Muss ja, ne? Und ein bisschen aufmache. Ich setze auch nochmal ein bisschen auf. Finde ich die Airflow etwas laut. Ja, ich weiß nicht, ob das von außen kommt oder von innen, das kann ich so nicht feststellen. Finde ich schon ziemlich laut. Also wer richtig offen dampfen will, kann das ja mal gerne ausprobieren, komplett wegzulassen. Unten diesen Airflow-Ring, den kann man so auch weglassen, das ist auch kein Problem. Aber wie gesagt, ich habe das jetzt hier quasi auf MTL mehr gemacht. Und mit der Coil. Ist ja fast lautlos, ne? Also ein leichtes Zischen hört man, aber okay, ne? Das ist ja auch kein Problem. Ja, das ist so, also RDL oder DL ist auch noch möglich, ne? Wenn das komplett weglässt und andere Coils reinmacht. Ich habe das jetzt ein bisschen MDL-mäßig gemacht und vom Geschmack her finde ich das auch ganz okay so. Ja, ob das was für euch ist oder nicht, müsst ihr natürlich wieder immer selber entscheiden. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr das Video geschaut habt und sage Dankeschön. Bis zum nächsten Mal, bis der Finti wieder ein neues Video hat. Ciao.